Gut. Geht einmal zu den Hühnern. Ja, wir haben ein neues Ei in den Brutkasten. Ich finde, es dauert jetzt auch schon eine ganze Zeit, sich um seine eigene Farm mal so zu kümmern. Alleine bei den Kühen und bei den Hühnern sind wir jetzt schon, ich würde sagen, auch eine Minute zusammengerechnet. Eine Minute. Einmal so rum, einmal so rum. Das dauert schon eine Zeit. Und stellen wir uns mal vor, man hätte 12 Kühe. Man hätte 12 Hühner. Da kann man sich vorstellen, wie lange das dann dauert. Okay. Es ist... Oh, es ist Samstag. Samstag um 1 Uhr. Hier haben wir zwei sehr merkwürdige Ornamente. Mit denen wir allerdings noch nicht so viel machen können. Was heißt noch nicht so viel machen können? Wir können allgemein nichts mit den Dingern machen. Die sind einfach da. Aber sie sehen halt so ein bisschen lustig aus. Glaube ich doch. Irgendwie. Können wir noch was anderes machen? Mit 2 Uhr, ne, wir können eigentlich nichts mehr machen. Dann ordnen wir Steine an. Damit es nicht mehr so wild und unaufgeräumt aussieht. So. Ich hab's früher schon immer so gemacht, ich hab die Steine einfach alle zusammengelegt. Und dann kann man damit vor oder später irgendwas machen. Ja, zum Beispiel ein kleines extra Gehege für den Hund oder für Hühner. Ach, für Hühner eigentlich nicht, weil die werden wegschnabuliert von irgendwelchen Tieren. 100? Ach so, ich habe noch 3 Hühner, richtig. Morgen ist wieder Sonntag. Das finde ich sowieso komisch. Die fangen dann morgen an. Die fangen auf den Sonntag an. Aber nun denn? Kriegen wir morgen Blizzard oder sowas? Nee, es ist sonnig. Ja, Knistern des Holzes, brennender Geruch, ich weiß. Gehen wir pennen. Sie pennt schon im Stehen. Und gucken, was die Handwerker-Typis da draußen so reißen. Ja, sie sind guter Dinge. Sie sind zumindest am Arbeiten. Zaun reparieren, ja, heute ist Sonntag. Ich könnte einmal in die Höhle gehen und Kräuter sammeln. Das könnte ich tun. Ach, warum geht die hier lang? Ich hätte den Weg unten gehen können, wäre noch mal einiges kürzer gewesen. Egal, gehen wir jetzt den Weg. Ist zwar auch nett, dass da 3 Kräuter liegen, aber... Ach so, vielleicht für Nina. Okay, verstehe. Wenn man sich bei Nina einschleimen will, man will anbandeln, dass man dann dort 3 Kräuter dann hat und je nacheinander 3 Kräuter geben kann. Ich glaube, die mochte Kräuter. Weiß ich aber auch nicht mehr so genau. Ist eigentlich auch gar nicht relevant, weil wir sind ohnehin schon verheiratet. Ich glaube, wir können keine zweite Frau heiraten, oder? Oder etwa doch? Nein, ich glaube nicht. So! Leckere Kräuter, ich gebe dir 200, einverstanden. Wunderbare Sache. Es ist... 11 Uhr. Oh, okay. 11 Uhr, wir schaffen es auch nochmal. Ja, aber wirklich noch einmal. Danach ist, glaube ich, Sense. Ach nee, wir müssen dann lang gehen, weil wir haben die Axt gar nicht mehr dabei. Wir müssen ja mittlerweile lang gehen. Wobei, da könnte es echt nochmal knapp werden.
Das könnte knapp werden. Wir müssen uns beeilen. Ja, sagte er und blieb an der Kante hängen. Flip. Da sind wir mittlerweile, was das anbelangt, ja eigentlich wieder blank. Wir haben kein Geld. Aber ja, 10.000 Haus umbauen, 5.000 eine Kuh. Ist halt schon teuer. So. Okay, Typi, ich hoffe, du bist noch da und ich hoffe, du bist nicht wieder eingependert an dem Stand. Was hier manchmal der Fall ist. Vielleicht ist der Typ auch Narkoleptiker oder so, man weiß es nicht. Aber hier, nimm es schnell. Ja, genau, leckere Kräuter. Friss die Kräuter. Zieh sie dir rein, rauch sie meinetwegen. Völlig egal, aber gib mir dafür Geld. Und wieder nach Hause. Waren wir jetzt eigentlich bei unseren Hühnern und bei der Kuh? Ich weiß das gerade echt nicht mehr. Nee, waren wir wieder nicht, siehst du wohl. Ja, das kannst du mal ganz schnell vergessen. Oder zumindest ich vergesse es relativ schnell. Aber ich glaube, es ist schon zu spät. Haben wir schon 4 Uhr? Es ist 5, ja gut, es hat sich erledigt. Ja. Super, haben wir 200 so gesehen bekommen, dadurch, dass wir Kräuter auf den Markt gebracht haben, aber gleichzeitig das 200 verdödelt. Weil ich die Hühner mal wieder vergessen habe, aber ich habe sie zum Glück nicht komplett vergessen. Also sie legen noch weiter ein Eier. Und zur Kuh muss ich auch nochmal zu Yumi und Yumi sagen, hallo, ist heute ein wunderbarer Tag. Cool, gut siehst du heute aus. Braves Kühchen, Kuhchen, Tier, Vieh, whatever. Ja, toll siehst du aus. Hier kriegst du einen mit der Bürste und hier kriegst du noch was zu fressen. Wunderbar, auf Wiedersehen. Ja, genau, fress einfach in die andere Richtung. Du weißt schon, was du tust. Wir gehen jetzt pennen. Und? Nee, wieder? Eine Sekunde? Zu spät, eine Sekunde. Kriegen wir morgen Blizzard? Nee, ist auch wieder sonnig und warm. So. Und dann gehen wir ins Tagebuch schreiben. Natürlich, so wie immer. Dann bis morgen. So, wie sieht's aus? Was haben wir morgen für ein Wetter? Sonne. Es bleibt heiter und wolkig, so mehr oder weniger. Ja, pass auf dich auf. Ich werde auf mich aufpassen. Ich pass immer auf mich auf. Ich hab schon auf mich aufgepasst, bevor du hier warst. Da sind die Leute mal noch und machen mein Haus kaputt. Es sieht echt so aus, als würden die alles schwer kaputt machen. Und gut, der Typ, der hat keine Stahlträger, er hat Holzpfähle und dann macht das schon ein bisschen mehr Sinn, aber. Was er hier macht, stellt sich das mal einer vor. Also ey, mit voller Kraft sägt der oder bohrt er in mein Haus rein. Alter. Sagt, da wird sogar dem Hund schlecht. Ja, gehen wir erstmal in den Hühnerstall und gucken, was sich da dran getan hat. Gar nichts. Gar nichts. Und die Hühner sind immer noch da. Und die Hühner haben immer noch Eier gelegt. Und wir könnten doch mal wieder einen Huhn verkaufen. Wir haben schon wieder 4. Heute ist Montag. Das ist sehr schön. Es ist 7 Uhr. Ups. Auf jeden Fall, wir brauchen noch Geschenke. Wir brauchen noch Geschenke für Maria. Aber von unseren Langzeitzielen haben wir, ich glaube, mittlerweile eigentlich schon so ziemlich jedes erreicht. Ja, wir wollten noch die Farm noch aufräumen. Das haben wir noch nicht ganz erreicht. Aber es ist ja auch erst der. Geh weg, geh weg, der 16. Dann gehen wir in die Stadt, tauschen mal wieder Huhn gegen Kuchen. Und gucken, was der heutige Tag für uns bereithält. Ellen, komm, hau ab. Du bist im Weg. So, Typi. Ich will einen Huhn verkaufen. Genau. Hol es von meiner Farm ab. Jedelede. Ah, ich muss mir noch um meine Kuh kümmern. Ich vergesse, dass ich eine Kuh habe. Das ist ganz schlimm. Ich darf das nicht vergessen. Wenn ich zu oft vergesse, sie zu füttern oder überhaupt, dass ich eine Kuh habe, dann können schlimme Dinge passieren. Schlimme Dinge. Entweder kannst du ihn essen oder verschenken. Ich will ihn nicht essen. Was? Ich wollte dich schon kaufen. Flix, du scheinst nicht zu wissen, wie gut dieser Kuchen ist. Ja, ich würde es wahrscheinlich auch niemals herausfinden, weil ich ihn selber nicht esse, sondern weil ich ihn verschenke. Und zwar immer wieder. Ein feiner Kuchen. Nicht essen. Ja, grinsende Tuse. Niemand. Absolut niemand.
weiß seine Arbeit zu schätzen. Schon gar nicht ein total besoffener Mann. Auch ich, der gerade zum ersten Mal gemerkt hat, dass wir über eine Brücke in die Stadt reinkommen. Da ist ja ein Fluss. Das ist mir noch nie so wirklich aufgefallen, dass da ein Fluss ist. Ja, 500, danke und weg mit dir. So. Gut, Maria, ich habe wieder Kuchen für dich. Bombs! Boah, vielen Dank. Ich meine, ja, ich bringe Kuchen mit. Ich meine, ich habe vor, dass sie dick wird. Das ist das Ziel. Aber eigentlich nicht unbedingt wegen Kuchen, sondern ja, auf eine andere Art und Weise. Aber schauen wir erstmal. Wir sind ja gerade dabei, unser Haus umbauen zu lassen und wir packen endlich mal die ganzen Steine jetzt hier in die Ecke rein. Ziehen wir uns noch so ein Reisbällchen rein und was das ist. Ich sehe noch nicht mal, wo hier die Karte anfängt und wo sie aufhört. Aber packen wir den Kram hier unten hin und stapeln ihn. Und dann gucken wir, was wir noch machen können. Ja, gut, bleibt da liegen. Das geht auch. Bombs. Unsere Ziele. Ja, unsere Ziele werden kleiner. Unsere Ziele werden weniger. Ich habe das schon mal am Anfang des Spiels erwähnt und es ist in der Tat sehr schade. Aber diese großen Ziele im Sinne von heiraten, Haus voll ausbauen, Tiere haben, ein Kind haben. Ich meine, wir haben davon mittlerweile mehr oder weniger alles erreicht, außer das mit dem Kind. Ja, gut. Und wir sind ja beim ersten Winter angekommen. Beim ersten Winter, wir gesehen bei der vierten Jahreszeit, Mitte der vierten Jahreszeit von... Wie viele Jahreszeiten gibt es hier? 10 von 10 Jahreszeiten. Das ist schon, ich weiß nicht. Also, ich würde sagen, wenn das Spiel halb vorbei ist, dann haben wir alles geschafft. Weil das ist krass. Ich glaube, wir könnten in der Tat noch ein bisschen Holz hacken für unseren Zaun, der doch kontinuierlich immer weiter kaputt geht. Aber das ist halt auch so eine Sache. Das kann man machen, braucht man aber nicht unbedingt. Wir könnten jetzt noch ganz viele weitere Kühe kaufen, aber. Ja, dann haben wir ihn ohne Ende Arbeit. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das einzige Problem, es läuft keine Zeit ab bei dieser Arbeit im Stall. Demnach wird das Spiel zwar unglaublich lang, aber wir haben trotzdem nicht mehr zu tun. Ja. Wir haben heute den ganzen Tag Steine sortiert, aber dafür ist das Grundstück endlich mal frei. Es ist endlich mal frei. Wir müssten eigentlich bald schon das nächste Fest haben. Ah, ich bin wieder zu spät pennen gegangen. Ja, egal, dann nehmen wir noch den Stein hier. Und dann ist auch wieder gut hier. So, das reicht. Oh, wie weit ich die Steine nicht werfen kann, aber von dem Brunnen da, den Stein da oben drauf runterzunehmen, das habe ich nicht geschafft. Der war viel zu schwer. Der war mindestens 2 Kilo schwerer als die ganz anderen Steine hier. Aber ihr arbeitet auch rund um die Uhr, oder? Ich werde ein riesengroßes Haus bauen. Warte nur. Und was sagst du denn, damit sein Holzstahlträger im Garten rumrennt? Na gut, du musst wissen, was Sache ist. Ah! Na gut, du musst wissen, was Sache ist. Ja, aber du sagst mir ja nicht, was Sache ist. Ich habe das Gefühl, dass mich diese Leute komplett und dauerhaft verarschen wollen. Und zwar immer. Also, ich weiß nicht. Irgendwie ist das merkwürdig. Was steht da jetzt eigentlich drauf? Zugeteiltes Land. 500 Stück habe ich doch. Okay. Hund und Pferd rennen durch die Gegend. Wissen auch nicht, was los ist. Tuse pennt bereits. Hat aber wieder einen dicken Kuchen gefressen. Morgen wird es sonnig. Und das ist doch ganz schön. Vorm Schlafen gehen, das Tagebuch schreiben. Oh ja. Der nächste Tag und unser Haus sieht immer noch genauso aus wie vorher. Tuse? Hoffentlich hält der Frühling bald Einzug. Ja. Ich meine, Tuse hat mittlerweile überhaupt gar nicht mehr zu tun. Sie kann nicht mal mehr draußen Laub haken, dass Laub unterm Schnee verschwunden ist. Die erzählt mir irgendwie auch nichts Neues. Also sortieren wir heute weiter Stein. Oh, ich habe mich um die Kuh nicht gekümmert. Lebt die noch? Ja, es scheint sogar noch einigermaßen gut zu gehen. Yumi, braves Yumi, das ist der Hammer. Das ist die Bürste. Braves Yumi, da freut sich die Kuh. Ich sollte es bei einer großen, also ausgewachsenen Kuh, sollte ich es besser nicht machen. Ich sollte nicht vergessen, die zu füttern. Das kann ganz, ganz böse enden. Kühe können in diesem Spiel sogar sterben. Ich weiß nicht, ob Hühner auch sterben können, aber Kühe können in der Tat sterben. Ich glaube, wenn man die Kühe zu lange nicht füttert, dann sterben die. Also das heißt, ich glaube, ich weiß es, dass es so ist, weil es ist mir schon mal passiert. Ja, hat aber andere Gründe. Ich wollte einfach wissen, wie das Spiel endet. Das ist ziemlich lange, ja. Ich habe das Spiel gespielt. Und auf dem zweiten Sommer oder dem zweiten Herbst, dann wurde das Spiel ziemlich zäh. Dann habe ich halt angefangen zu gucken,
was würde denn passieren, wenn man einfach nicht mehr weiterspielt? Und dann habe ich halt einige Tage geskippt. Und aus Tagen wurden Wochen und aus Wochen wurden am Ende 2 Monate oder mehr. Ja, und zwischendurch ist halt eine Kuh gestorben. Also die können in der Tat sterben, die Kühe. Das ist krass. Hühner weiß ich nicht, aber Kühe auf jeden Fall. Ja, aber das muss ja nicht sein. Wir sind ja ein guter Bauer. Wir haben 6 nach unten und 6 zur Seite. Also wir machen so einen quadratischen Kasten daraus. Da. 3 Stände fehlen noch und dann gucken wir uns an, wie es denn aussieht. Ja, und Kühe können wir im Grunde auch züchten. Es gibt ein bestimmtes Kuhbestäubungspulver. Ja, ist echt so. Ein Kuhbestäubungspulver. Und mit diesem kann man dann eine neue Kuh züchten. Dadurch wird die Kuh schwanger. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Aber in Absurdistan oder Bizarro oder wo immer wir hier gerade hocken, scheint das von der Tagesordnung zu sein. Nun denn. Ist eine Möglichkeit. Aber allein dieses Pulver kostet 4.000. Und eine neue Kuh kostet 5.000. Und die Kühe, die haben drei Phasen, würde ich sagen. Nämlich, einmal hat man so eine ganz kleine Kuh, so eine Babykuh wirklich. Danach hat man so eine junge Kuh, so wie wir jetzt haben. Und nach der jungen Kuh kommt die erwachsene Kuh. Und wenn man eine Kuh kauft, hat man direkt die junge Kuh. Wenn man aber eine Kuh züchtet, dann hat man echt die Babykuh. Und die Babykuh wird erst zur jungen Kuh und die junge Kuh wird dann irgendwann zur erwachsenen Kuh. Und das dauert ewig. Ja, es dauert länger als ein Croissant ist, also demnach, es dauert eine ganze Zeit. Demnach ist es eigentlich nicht sinnvoll, Kühe zu züchten. Vor allem, da es so gesehen nur 1000 Goldmünzen günstiger ist. Und noch dazu kommt, man kann nur eine ausgewachsene Kuh vermehren, züchten. Prall werden lassen, also ja, dass sie schwanger wird. Und diese Kuh gibt dann keine Milch in der Zeit. Und das sind, glaube ich, irgendwie 20 Tage. Also man verliert 20 Tage Milch. Dafür, dass man 1000 Goldmünzen günstiger an eine neue Kuh rangekommen ist. Und das ist einfach sowas von dämlich. Ich glaube, ich würde es höchstens mal machen, um es hier zu demonstrieren, dass es funktioniert oder wie es funktioniert, aber mehr auch nicht. Alles andere ist halt total, total blöd. Ich weiß auch nicht, was sich die Spielentwickler dabei gedacht haben. Es ist einfach dämlich. Man muss es so sagen, wie es ist. Man muss das Kind beim Namen nennen. Es heißt Egon. Ja, das ist nicht schön, aber es passiert. Nee, Leute, aber ernsthaft, das macht einfach keinen Sinn. Den habe ich vergessen. Okay, den habe ich vergessen. Cool. Es muss halt einfach nicht sein. Und deswegen werden wir es nicht tun. Letzter Stein, der hier irgendwo in der Mitte von nichts steht. Aber weißt du was? Ich lasse dich einfach da. Du bist ein Mahnmal für alle anderen Steine, die gestorben sind. Steine können nicht sterben. Steine können höchstens uralt werden und verwittern, aber für deine Ware gebe ich dir 100. Das wird dir irgendwie immer weniger. Was habe ich mit den Eiern gemacht? Hä? Was habe ich mit den Eiern gemacht? Ich hab Eis in den Brutkasten gelegt, oder? Muss ja schon. Achso, nee, Moment. Scheiße, wir wollen pennen gehen. Pennen gehen. Schnell zurück, bevor die Musik aufhört. Ich verpeile es jeden Tag, oder? Nein! Und es ist wieder eine Sekunde zu wenig. Der Hund liegt da auch schon langweilig. Oh. Ja, die alte pennt schon wieder. Meine Güte. Ah, wird richtig kalt. Schneefälle. Ich finde das schön, dass sie so einen Schneemann abgebildet haben. Ich will auch gerne Schneemann bauen. Man kann ja nicht mal Schneemenschen bauen. Ich will eine Armee aus Schneemenschen. Komm rein, Hund. Hör auf, von mir zu flüchten. Da. Du pass heute mal auf den Fernseher auf, damit der nicht von alleine angeht oder ausgeht oder... Ich kann den Hund hier nicht... LOL! Ich kann den Hund hier nicht runterlassen. Krass, okay. Dann passt du halt auf... Ach, dann passt wieder auf den Herd auf. Was willst du machen? Ups. Ohohoho, was ist das denn? Wir haben auf einmal ein riesengroßes Haus. Mit 2 Betten und einer Wiege für ein kleines Kind, für ein Baby. Tuse! Hey Schatz, wollen wir unser Haus einer anderen schönen Farbe streichen? Ja genau, das ist auch noch ein Feature. Und zwar kann man sein Haus jetzt auch noch streichen. Gucken wir mal eben, wie das Wetter morgen wird. Okay. Man kann sein Haus streichen.
unser großes Haus. Es ist vollbracht. Schau dir dieses super Luxus-Riesen-Blockhaus an. Ich bin ganz vernarrt in das Haus. Bis bald. Jo. Und jetzt haben wir die maximale Größe unseres Hauses erreicht und auch das Schild ist weg. Einzig, was mich wundert, wir haben immer noch diesen komischen Rahmen hier. Diesen komischen, teilweise kaputten Rahmen. Warum ist das so? Warum muss das so sein? Aber es ist in der Tat so, wir können jetzt unser Haus streichen. Ich glaube nicht nur das Haus, wir können auch andere Gebäude hier streichen. Wir können gleich mal gucken. Wir haben 4 Hühner, nur wir können heute dummerweise nicht in die Stadt gehen und dort irgendwas großartig machen. Also wir können keinen Huhn verkaufen, weil das Wetter wieder scheiße ist. Deswegen, heute ist Mittwoch. Okay, das bringt uns einfach mal überhaupt gar nicht. Mietewoche ist Mietewoche. Na, dann schauen wir mal. Aber wir können zumindest in die Stadt gehen und die Farbe kaufen. Wobei, dann müssen wir morgen wahrscheinlich nochmal in die Stadt, weil ich noch einen Huhn verkaufen will. Oh, das ist alles spannend. Ich bin mir unschlüssig. Gehen wir jetzt erstmal zur Kuh.